Thiago Alcantara, kompakt, wendig und Guardiolas absoluter Wunschtraum. Ja. Der quirlige Spanier kam 2013 aus Barcelona für 25 Millionen Euro und befeuerte ganz große Hoffnungen in der Chefetage. Aber der 26-Jährige galt immer wieder als nicht ganz so glücklich bei den Bayern und Wechselgerüchte gab es schon im Frühjahr. Thiago hingegen unterschrieb sogar bis 2021 und unterstrich, dass er sich mitsamt Familie in München sehr wohl fühlt. Jetzt berichtet eine spanische Fußballzeitschrift wieder über Wechselgedanken beim Spanier, und zwar zurück nach Barcelona. Er könnte als Nachfolger von Andrés Iniesta eine verantwortungsvolle Position beim FC Barcelona einnehmen. Allerdings blühte Thiago im letzten Spiel unter Jupp Heynckes wieder richtig auf. Es bleibt also spannend rund um den Verbleib von Thiago Alcantara.